Herzlich willkommen zu Recht einfach. Ich bin's, Johannes. Wartet mal draußen, okay? Nein! Okay. Wir sind ganz still. Okay, nochmal. Extinction Rebellion. Das ist das Thema momentan in Berlin. Die Demonstration gegen das Massensterben. Hier soll eine Versammlung stattfinden in Berlin. Wir wollen die ganze Sache heute einmal rechtlich beleuchten. Was müssen Demonstrationsteilnehmer alles beachten rechtlich? Was darf ich nicht? Was habt ihr zu beachten, wenn ihr teilnehmt? Gleich geht's weiter. Die ganze Angelegenheit ist ja angekündigt radikaler als Fridays for Future. Und wenn wir radikal hören, dann gibt es natürlich Befürchtungen, dass das Ganze eventuell nicht ganz gewaltfrei abläuft. Was muss ich beachten, wenn ich an der Demo teilnehme? Ganz grundsätzlich ist zunächst einmal zu sagen, eine Demonstration muss immer angemeldet sein. Das steht im Versammlungsgesetz in Paragraph 14. In der Presse ist zu lesen, dass die Macher von Extinction Rebellion hier 6000 Teilnehmer angemeldet haben und dass es verschiedenste Veranstaltungen geben wird bis zum 8. Oktober. Insofern ist hier wohl 14 Versammlungsgesetz erfüllt, der nämlich vorschreibt, dass eine Demonstration 48 Stunden bevor sie angekündigt wird, bei der Behörde angemeldet werden muss. Erster Punkt, sowas könnte passieren bei Extinction Rebellion. Man hat angekündigt, dass Berlin sozusagen lahmgelegt werden soll. Fangen wir mal mit dem Standardfall an. Ich setze mich auf die Straße, beispielsweise auf den Potsdamer Platz, und die Autos können nicht mehr durchfahren. Es bildet sich eine Schlange. Das machen dann noch 10 weitere Demonstrationsteilnehmer und dann läuft im Prinzip nichts mehr. Darf ich das machen, ohne mich strafbar zu machen? Wären wir jetzt im Jahr 1995, wäre es tatsächlich so, dass dort die Rechtsprechung gewesen wäre, ja, das verwirklicht den Tatbestand der Nötigung, weil schon durch das Hinsetzen der Gewalttatbestand im Sinne einer Nötigung nach 240 StGB erfüllt ist, weil diese Gewalt psychisch auf den Autofahrer wirkt, der jetzt hier eigentlich die Leipziger Straße über den Potsdamer Platz befahren möchte. Und weil ich da sitze, denkt er halt, okay, ich halte jetzt lieber an, weil sonst muss ich ja den Demonstranten überfahren. So, das hat sich aber dann geändert, dieser psychische Gewaltbegriff. Und man hat gesagt, also Gewalt ist Gewalt, das hat jetzt erstmal mit Psyche nichts zu tun, da muss es schon eine körperliche Einwirkung geben, und hat dann quasi zugunsten der Demonstranten gesagt, das muss schon eine über die normale Anwesenheit hinausgehende körperliche Einwirkung dort vorhanden sein, damit wir hier die Verwirklichung des Gewaltbegriffes haben. So, und das reicht halt nicht aus für die Verwirklichung des Nötigungstatbestandes, wenn ich mich auf die Straße setze, sondern ich muss mich quasi schon zum Beispiel unterhaken mit meinen Demonstrationsgenossen quasi, oder ich muss mich anketten. Also über das ausschließliche einfach Anwesensein hinaus körperliche Einwirkung von mir ausgehen. So, das ist also eine gute Nachricht. Unserer Auffassung nach ist es so, dass also das reine Blockieren der Straße, wenn man sich denn dann auch wegtragen lässt, sozusagen durch die Polizei, ohne Widerstand zu leisten, zunächst einmal nicht den Tatbestand der Nötigung erfüllen dürfte. Weiterer Streitpunkt, den es immer wieder gibt bei Demonstrationen, ist das gegenseitige Filmen. Die Polizisten filmen die Demonstrationsteilnehmer und die Demonstrationsteilnehmer filmen meistens mit Smartphones zurück, sozusagen als Rache oder nach dem Motto, das können wir auch, oder was ihr könnt, können wir schon lange. Da beschweren sich natürlich immer beide Seiten. Da gibt es dann teilweise Beschlagnahmungen von Handy, Sicherstellungen und so weiter. Da stellt sich natürlich auch vielleicht jetzt die Frage, was darf ich filmen, darf der Polizist filmen. Ganz grundsätzlich ist hierzu Folgendes zu sagen. Fotos einer Versammlung sind Bildnisse der Zeitgeschichte und können grundsätzlich veröffentlicht werden. Allerdings ist hier Folgendes zu beachten. Fotografiert werden und veröffentlicht werden darf natürlich nur tatsächlich ein Foto der Versammlung. Sobald man einen Polizisten oder einen Demonstranten sich herausgreift und jetzt eine Großaufnahme von dem macht, ohne ersichtlichen Grund, also wenn diese Person nicht irgendwie besonders in Erscheinung tritt, dann ist das wiederum nur dann erlaubt, wenn die Person zustimmt nach dem Kunsturhebergesetz
Und das müsste dann vorher eingeholt werden, bevor man das tut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wann kann sich das ändern? Also das heißt, wann kann ich tatsächlich doch einen Polizisten filmen? Hier ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Polizisten hat, der sprüht jemandem Pfefferspray ins Gesicht oder benutzt einen Schlagstock, dann kann man den filmen, weil er dann aus dieser Position, dass er einfach nur Beiwerk der Versammlung ist, hinaustritt. Und dann wird er quasi selber Gegenstand des Zeitgeschehens und dann kann man ihn auch filmen. So, angenommen, ihr habt jetzt Bilder von Polizisten gemacht und der Polizist kommt auf euch zu und sagt, ihr möchtet bitte sofort die Aufnahme löschen. Müsst ihr das tun oder müsst ihr dem nicht Folge leisten? Zu dieser Frage gibt es eine ganze Reihe von Urteilen. Der Konsens dieser Urteile ist, also es wird nur ganz wenige Einzelfälle geben, wo rechtlich gesehen der Polizist tatsächlich das Recht hat, euch aufzufordern, die Bilder zu löschen. Grundsätzlich muss befürchtet werden, dass ihr entgegen dem Kunsturhebergesetz und dem Persönlichkeitsrecht einzelner Polizisten diese Aufnahmen, die ihr gemacht habt, veröffentlicht werdet. Das muss ganz konkret dargelegt werden. Es reicht also nicht aus, dass der Polizist sagt, ja, ihr filmt uns hier nur und wollt es dann nachher ins Internet stellen, das macht ihr ja immer so. Da haben die Gerichte entschieden, das reicht auf jeden Fall nicht aus, so dass das in der Regel mal passieren kann, sondern es muss ganz konkret zu befürchten sein, dass ihr das tun werdet. Das dürfte in den wenigsten Fällen der Fall sein. So, jetzt spinnen wir den Fall mal etwas weiter. Ihr sagt, ihr wollt den Film nicht löschen und dann sagt der Polizist, okay, dann werde ich jetzt das Handy beschlagnahmen oder sicherstellen. Was ist der Unterschied zwischen Sicherstellung und Beschlagnahmung? Sicherstellung ist eine Aktion, die der Gefahrenabwehr dient, das heißt, es ist eine gegenwärtige Gefahr und die Polizei stellt einen Gegenstand sicher, um diese gegenwärtige Gefahr abzuwehren. Eine Sicherstellung könnte in Betracht kommen, weil die Polizei meint, ihr hättet durch das Film eine polizeiliche Maßnahme bei der Demonstration gestört. Hierzu muss man Folgendes wissen. Diese Sicherstellung ist nur unter ganz engen Voraussetzungen möglich. Zunächst muss eine gegenwärtige Gefahr bestehen. Hier ist ganz klar zu sagen, dass wenn ihr einige Meter vom Geschehen entfernt steht und die Versammlung filmt, dann kann das Ganze keine gegenwärtige Gefahr sein, weil dadurch die polizeiliche Maßnahme aus der Entfernung nicht gestört wird. Wenn die Polizei euer Handy beschlagnahmt, dann kann dies nur nach den Vorschriften der Strafprozessordnung geschehen. Das heißt, es muss der Verdacht einer Straftat vorliegen. Das ist natürlich auch nur unter engen Voraussetzungen anzunehmen. Wichtig bei der Beschlagnahmung ist, dass ihr dieser ausdrücklich widersprecht, denn nur wenn ihr dies tut, dann wird ein Richter innerhalb von 3 Tagen über die Zulässigkeit dieser Beschlagnahmung entscheiden. Ein letztes rechtliches Problem, was wir heute noch besprechen wollen, ist die Aufnahme von Personalien durch die Polizei. Wann ist das zulässig? Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Filmen oder von Fotos ist die Aufnahme von Personalien nur dann gestattet, wenn ein Verdacht gegen eine Person vorliegt, dass sie eine Straftat begangen hat oder dass sie Zeuge einer Straftat ist, dann darf die Polizei tatsächlich nach der Strafprozessordnung eure Personalien aufnehmen. Ein zweiter Fall liegt vor, wenn die Personalienaufnahme zur Beseitigung einer gegenwärtigen Gefahr vorgenommen wird. Hier wäre jetzt beispielsweise der Fall zu nennen, dass ihr während der Demonstration ein Foto von einem Polizisten gemacht habt, was ganz offensichtlich und eindeutig gegen das Kunsturhebergesetz verstößt. Das heißt, er hat die Einwilligung nicht gegeben und deshalb möchte er jetzt eure Personalien aufnehmen. Das wäre wahrscheinlich unter ganz engen Voraussetzungen auch ein Fall, in dem ihr die Personalien dann abgeben müsstet. Allerdings ist hier gut zu wissen, dass man sich gegen eine solche Maßnahme dann zur Wehr setzen kann. Natürlich hat man dann wahrscheinlich die Personalien abgegeben. Allerdings kann man im Nachhinein feststellen lassen, dass diese Maßnahme der Polizei rechtswidrig war. Ein Hinweis noch auf § 17a Versammlungsgesetz. Da steht drin, dass ihr euch nicht vermummen dürft. Und das ist eine Sache, die auch relativ streng gehandhabt wird.
wenn solche Verstöße stattfinden, dann greift die Polizei hier meistens ein. Als Vermummung gilt übrigens nicht das Verkleiden. Wenn ihr euch also während der Demonstration verkleiden wollt, dann ist euch das unbenommen. Ihr dürft halt bloß nicht eure Identität verschleiern. Das ist dann eine Vermummung und das ist verboten. Übrigens, die Polizei darf eine friedliche Demonstration nicht ohne weiteres einkesseln. Das ist ja so ein Begriff aus der Demonstrationsszene. Wenn eine Demonstration gewaltlos ist und friedlich, dann gilt eine Einkesselung ohne Grund als Freiheitsentziehung. Übrigens, genauso wie eure Identität feststellbar sein muss und ihr euch nicht vermummen dürft, müssen die Polizisten für euch auch erkennbar sein. Und zwar anhand ihrer Dienstnummer oder anhand ihres Namensschildes auf der Uniform. Da hat auch ein Gericht jetzt entschieden, das höchste Verwaltungsgericht in Deutschland, das Bundesverwaltungsgericht, dass diese Kennzeichnungspflicht für Polizisten rechtens ist, weil halt erkennbar sein muss, um wen es sich handelt. Es soll Bürgernähe hergestellt werden, das ist das eine. Und zum anderen soll natürlich auch eine Ahndung von Vergehen, von Straftaten durch Polizisten geahndet werden können. Und deshalb hat das Gericht entschieden, dass Polizisten verpflichtet sind, diese Dienstnummern auch zu tragen. Zumal es wohl vorgekommen ist, dass viele solcher Vergehen von Polizisten gar nicht angezeigt wurden, weil sie keine Dienstnummer getragen haben. Eine andere Frage, so wenn jetzt doch mal ein bisschen was schiefgelaufen ist, wann darf mich die Polizei in Gewahrsam nehmen? Die Polizei darf euch in den sogenannten Vorbeugegewahrsam nehmen, wenn sie die konkrete Sorge hat oder kein anderes Mittel besteht, eine bestimmte Person von Straftaten abzuhalten. Die Polizeigesetze der Länder erlauben übrigens hier präventiv eine Ingewahrsamnahme von bis zu 10 Tagen. Allerdings nur dann, wenn ein Richter diese Ingewahrsamnahme auch abgesegnet hat. So, das waren jetzt kurz zusammengefasst die wichtigsten Regeln für Demonstrationen, insbesondere für die Extinction Rebellion, die in Berlin stattfindet. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Demonstrationen, dann stellt die einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten können wir euch nur empfehlen, in den nächsten Tagen in Berlin nehmt die öffentlichen Verkehrsmittel. Soweit das hier angekündigt wurde, kann es relativ chaotisch werden. Bis dahin, bleibt sauber, euer Johannes.